So, ich nutze für zwei Vereine MSU Finanz. Neue Steuersätze einmal bei einer Überschussrechnung und beim zweiten Verein in der Finanzbuchhaltung gleich eingerichtet. Bei einer Überschussrechnung werden die Steuerkonten in der Buchungsmaske aufgeführt, bei Finanzbuchhaltung nicht. Woran kann das liegen? Also das Erste ist, wenn ihr die Konten bearbeitet, Konten umgestellt habt und so weiter, dann bitte unbedingt dran denken, einmal das Programm neu starten, damit der komplette Kontenplan neu geladen werden kann. Punkt 2 ist, die Finanzbuchhaltung arbeitet auf Basis von Steuerschlüsseln. Überprüft bitte die Steuerschlüssel, die ihr eingetragen habt oder vielleicht vergessen habt. Das könnte dann der Grund sein, damit diese Konten entsprechend geladen werden können und in Buchhaltungsdia oder in dem Buchendialog auch angezeigt werden können. Führt mich zum zweiten Frage, die auch sehr gerne gefragt wird. Ich kann die Steuerschlüssel in der Einnahmenüberschussrechnung nicht hinterlegen. So, wie im Handbuch beschrieben, gelten die Steuerschlüssel als Steuerschlüssel für die Finanzbuchhaltung. Die Einnahmenüberschussrechnung arbeitet mit einer anderen Technik, muss dort nicht eingegeben werden. Das heißt, Steuerschlüssel werden in der Finanzbuchhaltung angepasst. Die DATEV hat sich dann lustige Spielchen ausgedacht, das ist in dem Handbuch mit einer Tabelle aufgelistet, für welchen Zeitraum welche Schlüssel gelten. Das heißt, in der Finanzbuchhaltung tragt ihr die Steuerschlüssel ein und in der Einnahmenüberschussrechnung braucht ihr die nicht. Was ihr aber in beiden Fällen machen müsst, ist die Steuerschlüssel gleichzeitig als Exportschlüssel hinterlegen, damit eure Buchungen korrekt für den Steuerberater exportiert werden können. Ne? Ansonsten kriegt ihr ein Problem beim Import, weil die Steuerschlüssel dann nicht mehr mit dem harmonisieren, was die DATEV jetzt fordert. Steuerschlüssel sind in der Finanzbuchhaltung angelegt, schreibt sie jetzt nochmal dazu. Programm neu gestartet, klappt trotzdem nicht. Überprüfe bitte, ob die Steuerschlüssel doppelt vergeben sind. Darf auch nicht sein. Eigentlich meckert dann auch das Programm, wenn die Steuerschlüssel doppelt sind. Ansonsten müssen wir uns den Fall direkt im Fernwartungssupport angucken. Wird dann jetzt schwierig, aus der Theorie irgendwie das zu greifen.